Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Von wegen, ist doch alles wieder hin. Alles wieder hin. Ich weiß auch nicht. Da stellt mich der Harald Welzer in die menschenlose Berliner Steppe. Hey, und ich dachte immer, Sozialwissenschaftler untersuchen das Zusammensein der Leute. So, wo ist er? Ah, hier, Herr Welzer. Hier, kommen Sie. Ja, sehr gut. Heute machen wir so, ne? Hallo. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ja, ja, Herr Welzer, ich habe eine Überraschung für Sie. Ha? Aha. Da kommen Sie jetzt nicht drauf, aber Sie waren ja damals bei mir zu Gast und ich habe mich erinnert, dass Ihnen das damals so arg gut geschmeckt hat. Oh mein Gott. Ja. So, jetzt gibt's endlich mal wieder Bowle. So. Herr Pelz, ich habe sowas wie Long Bowle. Also das hat lange Zeit nachgewirkt, das Ganze. Ja? Ich bin gerade wieder durch. Ich bin ja froh, wenn man sich meiner überhaupt noch erinnert, gell? Und wenn es dann nur die Bowle war. So, ja, herzlich willkommen bei mir auf der Bank, sage ich nur, Herr Welzer. Prost. Prost. Ne? Ach, ja. Aha, Sie verweichern sich. Naja, ich denke, die Spätfolgen sind doch schon erheblich. Ja, Herr Welzer, die Pandemie, gell, haben wir viel erlebt. Ausgangssperren, Shutdown, Lockdown. Ich habe so das Gefühl, viele Leute sind in der Zeit ein wenig merkwürdig geworden. Sie auch? Oder hat es einen anderen Grund, dass Sie mich in der Hauptstadt Berlin jetzt hier herbestellt haben, weil hier hängt der Hund ja wirklich, also mausetot überm Zaun, ne? Naja, deswegen ja. Also ich habe ja dieses Cave-Syndrom, also dass ich durch diese ganze Zeit der Abgeschiedenheit und allein in der Höhle und so große Schwierigkeiten habe, mich wieder auszuwildern. Und das ist dann hier so eine Art Übergangssituation. Ah, und ich helfe beim Auswildern jetzt. Ja, total. Ja? Das ist so ein bisschen betreutes Auswildern. Jetzt sind Sie ja Sozialpsychologe, gell? Was macht so eine Pandemie mit uns allen, mit der Gesellschaft, mit dem Einzelnen, mit der Masse? Was sind die Auswirkungen? Naja, wir werden große Veränderungen im Bereich Arbeiten nicht nur haben, sondern die gibt es jetzt schon und die werden auch nie wieder zurückgehen. Weil wenn die Leute zu Hause arbeiten und keine Teeküchengespräche mehr haben und keinen Smalltalk auf dem Flur und so weiter, dann ist ja der Arbeitsprozess funktionaler. Es ist aber aus Arbeitgeberperspektive ist das eine Rationalisierungschance. Aber so psychologisch, ich habe manchmal so das Gefühl, das hat uns so erschüttert, diese Pandemie. Ich behaupte, dass es uns auch ein wenig kränkt, so eine Pandemie, so, ja. Weil wir nichts im Griff haben. Ja, die Pandemie ist wirklich eine große Kränkung. Und das Fiese bei der Pandemie war, dass es überhaupt keine Erwartungen zugelassen hat. Weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Und es ging ja dann auch irgendwie ziemlich spektakulär weiter, aber nicht, wie man es erhofft hatte. Und das kennen wir nicht, weil wir sind in so einer Sicherheitsgesellschaft, wo alle denken, ich habe Erwartungen und die werden erfüllt. Wie gehen wir mit der Kränkung um? Weil gekränkte Seelen sind tickende Zeitbomben. Also wird das jetzt bei uns alles noch ein wenig ungemütlicher in der Gesellschaft, aggressiver? Also ich fühle mich so ein wenig. Also ich denke schon, dass es aggressiver wird, weil es gibt ja viele Faktoren. Es ist ja nicht nur die Pandemie. Es gibt ja auch das Klimaproblem. Ja. Und je deutlicher es wird, wie wahr das ist und wie nah es ist, wie gravierend es ist, wie real es ist, desto größer wird die Ablehnung für die Klimapolitik. Ja. Das ist ja ein interessantes Phänomen. Und das bedeutet ja, je weniger man die Realität abweisen kann, desto mehr Aufwand muss man treiben, das loszuwerden. Und dann sind natürlich diejenigen, Greta Thunberg ist Feind. Ich habe einen Brief bekommen von jemandem, der geschrieben hat, ich lasse mir doch von so einer Göre mein SUV nicht wegnehmen. Ja, und das ist aber das Interessante psychologisch ist, eigentlich ist diese Reaktion des Aggressiven, das will ich jetzt gar nicht mehr, sozusagen der Erkenntnisstand, es stimmt. Ja? Mhm. Sonst müssten Sie den Aufwand nicht treiben, sonst müssten Sie nicht so wütend werden. Und insofern haben wir so eine ungute Erosion, ja? Dass so einfach klar ist, das Ding läuft nicht mehr so durch dieses Jahrhundert. Hat sich denn unsere Demokratie in der Pandemie bewährt oder das Gegenteil? Ich habe mich die ganze Zeit immer gewundert, dass es einen wirklich
hohen, hohen Anteil, 20% bis 80% der Leute konstant gegeben hat. Also sozusagen, es gibt die durchgängige Ministerpräsidenten-Soap, ja, wo sozusagen Irrationalität Partys feiert, ja, dass man nur staunt, ja, dass von Hysterie, von gestandenen Ministerpräsidenten, ja, wird dann auf Aussagen von Frau Merkel gesagt, das ist ja reine Hysterie. 3 Wochen später sind die Zahlen, gehen durch die Decke und so weiter. Das heißt, die waren schlimm. Und die Mehrheitsbevölkerung hat sich stoisch sozusagen gegen Lockerungen ausgesprochen, stoisch für Regulierung gewesen, stoisch vernünftig. Stoisch vernünftig. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich total cool, weil es ist eine Wahnsinnsressource für Demokratie, wenn man Leute hat, die erstens an Wissenschaft glauben, zweitens irgendwie kooperativ sind mit dem, was Regierungen beschließen. Das ist doch super. Ich denke mir gerade noch mal geschwind nach. Ja, bitte, gern. Sie Ihnen auch vielleicht noch etwas? Ich hab noch. Glauben Sie, dass wir jetzt mal schlau sind, die Menschheit, und dass wir jetzt was wirklich daraus lernen? Oder glauben Sie, dass wir dann einfach gerade so weitermachen wie bisher? Wenn ich jetzt gesehen habe, schon wieder die ersten riesen Scheiß-Kreuzfahrtschiffe in der Lagune von Venedig. Glauben Sie, dass es da wieder genau lang geht oder dass wir doch mal irgendwie ein wenig schlauer werden? Muss ich darauf antworten? Also entweder Sie antworten oder Sie trinken. Ja, Sie müssen also, können auch was trinken. Der Lerneffekt wird extrem gering sein. Ja. Und der Lerneffekt ist deswegen so gering, weil es ja so schön ist. Und wenn man Kreuzfahrten machen kann, was gäbe es denn für einen Grund, die Kreuzfahrt nicht zu machen? Diese Hoffnung, die jetzt Klimaschützer haben, das führt jetzt zu einer Umkehr. Und man hat kapiert, die Welt kann auch ganz anders aussehen. Nein, psychologisch ist genau das Gegenteil der Fall. Jetzt erst recht. Mir steht das zu. Ah, klingt nicht so optimistisch, ne? Nee, so richtig optimistisch nicht. Naja, ich stoß mal an, ne? Ja, dann. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin auf möglichst wenig Leute treffen. Ja, ne? Ja. Sind Sie alleinstehend? Ich bin sowas von alleinstehend. Ich liebe nur meine Steinsammlung. Das wird so bleiben, das garantiere ich Ihnen. Danke. Ne? Prost. Jetzt hat er wieder nicht getrunken. Ich kann mir das gesundheitlich nicht leisten. Ach. Mit Wälzer einsam Gedanken wälzen, das passt schon. Aber jetzt muss ich mich doch wieder auswildern nach so viel naturnaher Einsamkeit. Außerdem sticht mich hier irgendwas. Ich sag lieber nicht wo. Mistviecher!